Und damit herzlich willkommen. Hier ist Prominent am Sonntagabend. Ja, warum ist dieser Typ noch nicht längst im Knast? Der Fall Simon Leviev, bekannt als der Tinder-Schwindler, nimmt einfach kein Ende. Und was er jetzt behauptet, das toppt wirklich nochmal alles. Ganz besonders für die Frauen, die er reingelegt haben soll. Wir haben Cecilia und Pernilla jetzt getroffen. Die zwei Frauen, die einfach nur nach der großen Liebe gesucht und dabei fast ihre Existenz verloren haben. Simon Leviev, der vermeintliche Milliardärssohn, soll Frauen um ihr Geld gebracht haben. Es geht um gebrochene Herzen, Freundschaft und mehrere hunderttausend Euro. Jetzt reagiert er selbst zu den Betrugsvorwürfen. Ich habe nie eine der Frauen oder irgendjemand anderen um Geld gefragt. Doch wegen ihm stecken Opfer wie diese beiden Frauen scheinbar tief in der Schuldenfalle. Er ist ein wirklich sehr kranker Mensch. Doch jetzt könnte sich alles ändern. Jetzt werden wir ihn verfolgen. Wer ihn jetzt hinter Gitter bringen will. Cecilia und Pernilla sind mittlerweile gute Freundinnen. Beide sagen, sie sind von Simon Leviev hintergangen und um 250.000 Euro betrogen worden. Dabei suchten sie über die Dating-App Tinder die große Liebe. Am Ende wurden sie verletzt. Simon soll behauptet haben, der Sohn des milliardenschweren Diamantenmoguls Lev Leviev zu sein. Protzt mit Privatjet und teuren Luxusreisen. Verspricht der einen den Bund fürs Leben, der anderen Freundschaft. Erzählen sie uns diese Woche in London. Man konnte mit ihm viel Spaß haben. Er war ein Mensch mit einem guten Herz, er war nett. Es war nicht so, dass er in dein Leben kam und sagte, hey, ich habe Feinde, gib mir Geld. Es hat 8 Monate gedauert, bis er bei mir anfing. Wir hatten vorher echt eine gute Freundschaft. Scheinbar nur eine Masche, um die Frauen emotional an sich zu binden und offenbar auszunutzen. Denn plötzlich behauptet Simon, bedroht zu werden. Die Frauen fürchten um sein Leben. Er verlangt angeblich Geld, sie geben es ihm. Glauben einem Freund oder in Cecilias Fall ihrem Partner zu helfen. Scheinbar alles nur Fake. Ich war am Boden zerstört, mein ganzer Körper ist zusammengebrochen. Ich war gerade arbeitssuchend. Es war wie, wenn deine schlimmsten Ängste wahr werden. Natürlich kommt das Gefühl auf, dass man einfach nur da liegen und aufgeben will. Aber das war für uns keine Option. Wir haben gewählt, noch härter zu kämpfen. Deshalb gehen sie an die Öffentlichkeit. Aktuell in der Doku Der Tinder-Schwindler. Genau darauf reagiert jetzt Simon Leviev in einem aktuellen Interview mit dem israelischen TV-Sender Channel 2. Du genießt doch diesen ganzen Hype um dich herum. Den Hype genießen? Wissen Sie, was ich durchmachen muss? Wissen Sie das? Diese Angst. Ich habe das Haus für 2 Wochen nicht verlassen. Mich selbst genießen. Mörder und Vergewaltiger, die 70 Menschen töten, werden nicht so behandelt wie ich. Simon sieht sich selbst als Opfer, behauptet, die Frauen hätten ihn ausgenutzt. Einen Tag vor der Doku hatten die Frauen 1000 Follower. Jetzt haben sie 240.000 bis 260.000. Er ist ein wirklich sehr kranker Mensch. Ein hart arbeitender Soziopath. Man kann ihn nicht behandeln. Er wird nie wie du und ich. Er fühlt keine Empathie. Es geht immer nur um ihn. Doch warum ist Simon Leviev immer noch auf freiem Fuß? 2019 wird er festgenommen, wegen Urkundenfälschung, zu 15 Monaten Haft verurteilt. Kommt aber nach 5 Monaten wieder frei. Für das, was er den Frauen angetan haben soll, wurde er bis jetzt nicht verurteilt. Wir haben alles getan, was in unserer Macht steht. Wir kontaktieren ständig die Polizei. Wir wollen unseren Fall geprüft haben, damit er gefasst wird. Gerade ist er in Israel und sie haben keinen Auslieferungsbefehl. Doch jetzt könnte sich alles ändern. Simon Leviev heißt eigentlich Shimon Hayut. Er hat seinen Nachnamen völlig legal in Leviev geändert. Den Nachnamen des milliardenschweren Diamantenhändlers Lev Leviev. Kein Zufall, sagt uns der Anwalt der echten Leviev-Familie. Du glaubst, dass du alles voneinander weißt. Aber wenn man wirklich liebt, fängt man an, die Realität nicht mehr klar zu sehen und sieht nur noch Dinge, die man sich insgeheim wünscht. Denn die Sehnsucht ist größer als jede Wahrheit. Leon, glaub nicht alles, was du siehst. Jetzt streamen auf RTL Plus. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. Er wusste, dass er diesen einflussreichen Namen nutzen kann, um sich Dinge zu ergaunern. Er hat zum Beispiel Privatjet-Unternehmen erzählt,
dass die Levi-Familie bezahlen wird. Ein schwerer Imageschaden, denn Simon soll auch diverse Unternehmen in Millionenhöhe mit gefälschten Bankschecks des Diamantenimperiums ausgetrickst haben. Die Levi-Familie hat sich dazu entschieden, gegen ihn vorzugehen, als sie gesehen haben, dass kein Staat etwas gegen ihn unternimmt. Und das könnte den 31-Jährigen endlich hinter Gitter bringen. Was die echte Levi-Familie über den Tinder-Schwindler sagt und durch welche Hölle Simons Opfer auch Jahre nach dem Schwindel immer noch gehen müssen. Es sind schreckliche Dinge, die er und sein Team Menschen antun. Außerdem haben wir noch das für Sie. Da sind wir wieder zurück bei Prominent. Kommt Simon Leviev, bekannt als der Tinder-Schwindler, jetzt endlich hinter Gitter? Seit Jahren kämpfen die vermeintlichen Opfer des Betrügers genau darum. Er versprach ihnen die große Liebe und die ewige Freundschaft und hat sie am Ende um all ihr Geld gebracht. Doch jetzt könnte sich das Blatt wenden. 250.000 Euro Schulden haben Cecilia und Pernilla. Beide sind scheinbar auf den vermeintlichen Hochstapler Simon Leviev reingefallen. Er soll 2018 ihre Gefühle und ihr Vertrauen missbraucht und sich so das Geld der beiden Frauen erschlichen haben. Doch noch schlimmer für sie, bis heute haben sie Probleme, Menschen wieder zu vertrauen. Manchmal habe ich gute Zeiten, manchmal schlechte. Aber es wird jeden Tag besser. Für mich war es ja nur eine Freundschaft. Und wenn ich jetzt neue Menschen treffe, bekomme ich manchmal Angst, wenn sie nett zu mir sind und denke gleich, sie haben etwas Teuflisches vor. Seit Jahren versuchen die beiden Frauen, Simon Leviev hinter Gitter zu bekommen. Vergeblich. Und der Tinder-Schwindler scheint die Aufmerksamkeit, um ihn zu genießen. Du fühlst dich doch gar nicht angegriffen, wenn sie dich Tinder-Schwindler nennen. Es klebt an mir wie ein Tattoo. Was soll ich tun? Also profitierst du auch davon? Nein. Schwer zu glauben, denn Simon bewirbt sich selbst über die Website Cameo mit dem Namenszusatz der Tinder-Schwindler. Hier will er jetzt Kasse machen, mit personalisierten Grußvideos. Pro Video nimmt er 179 Euro von privat und sogar satte 899 Euro von Unternehmen. Doch diese Familie könnte ihn jetzt endlich vor Gericht bringen. Die Leviev-Familie ist weltweit bekannt für ihr milliardenschweres Diamantenimperium. Lev Leviev hat insgesamt 9 Kinder. Seine Tochter Shagit reagiert jetzt öffentlich, denn Simon gibt sich als einer von ihnen aus. Ich möchte klarstellen, dass Simon kein echter Bruder der Leviev-Familie und auch kein Teil unserer Firma LLD Diamonds ist. Simon Chayut, so heißt er richtig, ist ein Betrüger, der unsere Identität gestohlen und versucht hat, mit unserem guten Namen Millionen zu ergaunern. Ich fühle mit seinen Opfern und dem, was sie durchmachen mussten. Die Familie fühlt sich durch Simons vermeintlichen Schwindel öffentlich gedemütigt. Deshalb geht sie jetzt gerichtlich gegen ihn vor. In 11 Anklagepunkten, unter anderem wegen böswilliger Verleumdung und böswilligem Eingriff in die Privatsphäre. Simon drohen bis zu 11 Jahre Haft, sagt uns der Anwalt der Familie. Die Leviev-Familie ist wohlhabend. Sie brauchen keine Entschädigung von Simon. Sie werden ihn verfolgen. Und jeden Cent, den sie dadurch einnehmen, an die Opfer von Simon weitergeben. Denn wir sind sehr darauf bedacht, den Namen, den er ruiniert hat, wieder zu bereinigen. Es wäre ein Lichtblick für Opfer wie Cecilia und Pernilla. Denn sie stecken noch immer tief in der Schuldenfalle. Insgesamt 250.000 Euro sollen sie an Simon verloren haben. Mit so viel Schulden ist es eine schwere Situation. Wir hoffen, wir finden einen Weg daraus, aber wir sind noch nicht damit durch. Wir sind glücklich. Wir haben ein wenig Hilfe durch Spenden bekommen. Wir geben nicht auf. Wir bekommen unser Leben zurück. Denn danach sehnen sich die beiden Frauen. Endlich wieder ein normales Leben. An die große Liebe glauben sie noch immer. Doch bei der Männerwahl werden sie in Zukunft vorsichtiger sein.